Hallo, willkommen zu meinem neuen Video. Und besonders willkommen an alle, die in letzter Zeit neu dazugekommen sind. Ich habe mich auf jeden Fall mega gefreut. Ich habe das zwar nicht erwartet, aber mich gefreut. Und ja, schön, dass ihr jetzt da seid. Was ich mal interessant finde, ist, wenn ihr irgendwie mal sagt, irgendwie Hallo sagt oder so und sagt, was ihr so macht oder was ihr so für Projekte habt oder ja, eigentlich alles, was ihr wollt, einfach mal Hallo sagen. Würde mich mega freuen, wenn wir uns dann irgendwie in den Kommentaren ein bisschen austauschen können. Jo, und ich dachte, ich erzähle euch einfach mal ein bisschen, was bei mir so abgeht, so neujahresmäßig und ja, von meinen Projekten her, und dass wir einfach mal hier so ein Casual-Video haben. Ich habe das Muster selber gemalt und dann habe ich euch nochmal eine cleanere Version zum Ausmalen gemacht. Also wer Lust hat, kann das unten in der Beschreibung finden irgendwie. Ich weiß noch nicht wie, aber ich werde es da irgendwie reinballern. Natürlich kostenlos, ist klar. Und dann könnt ihr euch das selber ausdrucken und selber ausmalen. Vielleicht mag der ein oder andere das ja, oder ihr macht euch einfach selbst ein Muster. Ich mache das immer gerne selbst. Und ja, ich finde das sehr entspannt. Und darüber, bei sowas kann ich auch immer mega gut was hören oder halt irgendwie so nachdenken. Man kann ja auch daneben irgendwie einen Zettel legen, falls jetzt irgendwas Konkretes gibt, worüber man sich Gedanken machen will. Und ja, das mache ich einfach gerne, so abends. Ja, außer dass ich dann wahrscheinlich schon irgendwie 5 Stunden gemalt habe, was jetzt hier zum Beispiel der Fall war, weil ich ja in meinem ganzen Unterricht immer male und oder zeichne. Und ja, das war jetzt irgendwie schon, am Ende hatte ich dann schon 6,5 Stunden ungefähr gezeichnet und gemalt und alles. Und meine Hand war so wrecked, dass ich am Ende noch so eine richtig schräge Linie gemacht habe, was so mega ärgerlich ist. Aber irgendwie so doll fällt es auch nicht auf. Also ist schon okay, aber ja, ist ein bisschen ärgerlich. Und ich wollte dann auch noch was anderes machen, das ging dann nicht. Ich habe erstmal meine Hand ausruhen musste. ja, aber ansonsten alles gut. Und für die, die sich das ausdrucken, auch nochmal die Empfehlung, nehmt gerne irgendwie ein dickeres Papier. Es ist immer besser und die meisten Drucker kommen damit klar. Also, ja. Und dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Ich hoffe, dass es jemand macht. Und oh, wenn ihr es macht, dann taggt mich auf Instagram. Hier blende ich meinen Namen ein. Denn das wäre ja wohl das Krasseste, das zu sehen, wie das jemand anderes wirklich ausmalt. Das würde mich mega freuen. Jo, also dann mal zu meinem neuen Jahr. Ja, also ich hab jetzt so die vorbildlichen Sachen, wo man sich so einen Plan fürs neue Jahr macht oder so, ja, keine Ahnung, wenigstens Gedanken macht und ein bisschen reflektiert vom letzten Jahr. Das wollte ich mega doll machen und ich habe mir auch schon so Sachen ausgedacht und ich hatte auch schon überlegt, ein Video dazu zu machen. Habe ich jetzt aber noch nicht. Und deswegen wäre das auch ziemlich untrue, ein Video zu machen. Ja, und ich habe mir noch nicht so Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es noch machen werde. Aber an sich brauche ich auf jeden Fall irgendwie eine Art Energie, mit der ich das Ganze angehen kann. Weil ich finde, dass man braucht einfach irgendwie eine Richtung oder ein Ziel, in die das gehen soll, weil es sonst immer ein bisschen wahllos ist oder halt nicht zu richtigem Fortschritt führt, wenn es Sinn ergibt. Ja, und deswegen mache ich das nochmal. Ich habe mir auch selber einen Kalender gebastelt, weil ich keinen bestellen wollte oder so und ja keine Läden aufhaben. Ja, vielleicht da drin und kann ich euch ja mit euch jetzt auch immer so richtig schöne Kalendersachen machen. Wie diese ganzen richtig krassen Kanäle. Ihr kennt die bestimmt auch. Wo so richtig doll clean gemacht wird. Ich habe mich neulich schon so geärgert. Ich habe dann da so reingekrickelt irgendwie. Und dann war das ganze Layout nicht mehr, sah nicht mehr perfekt aus. Und habe ich mich mega geärgert. Ist auch eigentlich unnötig. Naja. Dann habe ich neulich übrigens ausprobiert, ein Video in Photoshop zu ziehen. Und es geht einfach. Das war für mich übel der krasse Moment. Also für mich ändert das einiges, weil ich habe immer, wenn ich was auf Videos machen wollte, also das mache ich jetzt auch immer noch so, wenn jetzt für ein längeres Video oder so,
praktisch was auf grünen Hintergrund gezeichnet und dann halt aufs Video gemacht. Und das ist ja auch gut dafür, aber für manche Sachen halt ziemlich aufwendig. Und wer mein Wohnungsbastel-Video gesehen hat, also Set-Basteln für einen Animationsfilm oder für was auch immer, diese Wohnung habe ich dann von außen durchs Fenster so reingefilmt und habe dann praktisch gemacht, als ob das Fenster in einem richtigen Haus wäre. So, und das sah dann richtig real aus und ich habe mich einfach so gefreut und habe jetzt wieder Bock, da ein bisschen weiterzuarbeiten. Das Ding ist halt, ich bin mittlerweile schon so da angekommen, wo ich schon irgendwie eine Story bräuchte. Und da hatte ich jetzt noch nicht die zündende Idee. Mal sehen, wie das weitergeht. Aber da bin ich wieder am Fischen. Was? Da bin ich wieder dran, würde ich sagen. Schön am Fischen. Dann habe ich gelernt, wie man Pullover strickt. Ich habe jetzt zwei Pullover und einen musste ich wieder aufmachen. Da bin ich auch am Fischen. Und so Taschen häkeln, da bin ich auch voll am Keschern. Und es reicht. Und dann habe ich noch momentan, ich habe gerade viel so Character Design im Unterricht. Das macht mir mega Spaß. Und in dem einen nehmen wir praktisch vom Unterricht aus, freiwillig natürlich, aber da nehmen wir am Artwork teil. Und da habe ich so eine Thread, wo ich immer so meine, mein Progress, es ist so ekliges Denglisch, Alter, wo ich meinen Fortschritt immer so rein poste. Und wer will, kann sich das auch angucken, das mache ich auch mal unten rein. Das ist ein 3D-Character-Design und ich mache da eine schwedische Magierin. Ja, und wer Lust hat, kann sich das angucken. Und auch gerne die anderen Leute da, da machen halt so richtig viele krasse Leute mit und das könnt ihr euch gern mal gönnen. Dann sieht man auch so ein bisschen, was ich mache und was der Goal ist. Und vielleicht möchte der ein oder andere da ja auch mitmachen. Es ist noch nicht zu spät, glaube ich. Es ist bis zum 21. März, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und das geht auch für gemalte Sachen, also 2D und 3D Entries. Gibt es beides, genau. Und ja, könnt ihr euch gerne angucken. Und das ist so das, was bei mir so los ist. Ansonsten einfach Home, Office, Life und irgendwie richtig oft einkaufen und essen. Weil das das Einzige ist, was man machen kann. Also Essen einkaufen und Essen kochen. Hätte ich nicht so eine hässliche Küche, dann würde ich auch gerne irgendwie Kochvideos machen, weil die halt echt viel und meiner Meinung nach auch geil kochen. Kann ich ja unter Umständen trotzdem machen. Auch wenn das natürlich mein kleines Designherz irgendwie bricht, aber ist okay. Das ist nun mal die Realität. Man hat kleine und nicht schöne Küchen. Ich meine, ich bin hammerfroh, dass ich überhaupt eine Küche habe, die schon drin war. Ja, das ist auf jeden Fall so das von mir, wo ich gerade so unterwegs bin und wie gesagt, hammerschön, dass so viele Leute dazugekommen sind. Sagt gerne mal Hallo, vielleicht auch untereinander. Dann könnt ihr auch untereinander mal sehen, wer alles so da ist und ich würde mich mega freuen. Genau. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Das wird, denke ich, nicht ganz so lange dauern, wie das letzte her ist. Aber auf jeden Fall wieder Content vor. Oder was war noch dieses andere Sprichwort? Lieber machen als perfekt. Bloß halt in schön. Ich blende es hier ein. Und ich wünsche euch bis dahin alles Gute und wir sehen uns wieder. Und tschüssi, habt noch einen schönen Tag.